CAD-seitens wird es hier noch einige Korrekturen geben. Das Auto versinkt noch im Boden. Das werde ich wahrscheinlich komplett wegnehmen. Natürlich kann man das in der CAD noch höher schieben oder automatisch am Boden ausrichten lassen. Aber soweit so gut. In Lumion gibt es auch Autos. Das werde ich dann wahrscheinlich verwenden. Möbelmäßig ist CAD seitens einiges eingerichtet. Kann sein, dass ich hier nochmal nachkorrigiere. Aber fürs Erste lasse ich die Möbel mal da. Denn beim Import wurden durchaus Layer importiert. Und da kann man die Möbel samt Auto, abhängig vom importierten Layer, je nachdem, wie man das zugewiesen hat, auch komplett ausschalten. Aber fürs Erste lasse ich das mal an. In der CAD auf Allplan-Seite wird es noch eine andere Korrektur benötigen, denn wir haben hier ein Gelände mit dem Material Natur und im Bereich der Aufschüttung. Und vor allem hier oben möchte ich das Gelände noch ein bisschen anpassen auf der CAD-Seite. Ich wechsle mal Richtung CAD-Seite. Wenn man auf der CAD-Seite ist, kann man, wie gesagt, das mit dem Auto anpassen. Aber ich denke, mit dem Löschenwerkzeug schmeiße ich das Auto jetzt einfach mal raus. So, weg ist es. Hätte es natürlich auch in der Höhe verschieben können. Aber soweit so gut. Ich werde jetzt mal die ganzen Sachen nach Lumion nochmal neu rüberschieben. Zumindest hatte ich ja da für die Einrichtung eine SketchUp-Datei gemacht und für die restlichen Modelldaten. Da war doch bei den Layer-Favoriten ein Möbelfavorit, den ich hier auswähle und öffne. Bleiben die Möbel übrig und das Gelände bleibt leider auch noch übrig. Also gehe ich kurz in die Teilbildliste per Doppelklick linke Maustaste in den Hintergrund und schalte mal das Gelände dessen Teilbilder auch aus. Bleiben die Möbel übrig. Rechtsklick hier im Animationsfenster rein, um 3D-Daten zu exportieren. Die SketchUp-Daten zu exportieren. Dann sucht man sich die richtige Stelle, wo die Daten liegen. Wenn man sich die richtige Stelle rausgesucht hat, kann man natürlich die alte Datei überschreiben, aber ich finde es irgendwie hier besser, wenn man einfach das als Variante abspeichert. Mit einer Nummer 02. Textur natürlich mit exportieren. Die SketchUp-Datei ist gespeichert. Sehen wir uns das mal in Lumion an. Dort muss im Bauen-Modus auf die Objektbibliothek zurückgegangen werden, auf die importierten Objekte. Importierte Objekte. Dann kann man das entsprechend auswählen. Vielleicht hilft es weiter, das importierte Design als Layer hier oben zu aktivieren. Dann kann man das importierte Haus ausschalten. Und dann kann man das hier anklicken und hier oben aktualisieren. Falls ein anderer Dateiname da ist, hält man die Alt-Taste gedrückt, klickt dann auf den Knopf hier drauf und lädt die neue Datei. Dann wurde das aktualisiert. Ach, der Pool kam mit, der sollte nicht mitkommen. Dann wird nochmal in die CAD gewechselt. Der Pool ist auf einem Teilbild, Rechtsklick auf die Poolkontur drauf. Teilbildstatus ändern, nicht angewählt. Dann wird die SketchUp-Datei nochmal kurz ausgewählt. 3D-Daten exportieren, SketchUp-Daten exportieren. In diesem Fall wird an der richtigen Stelle tatsächlich die Variantendatei ausgewählt, damit diese überschrieben werden kann, denn es geht nur um die Änderung, dass das Auto weg ist, was wichtig ist, und der Pool hat hier drinnen eigentlich nichts verloren. Speichern, überschreiben. Dann wird in Lumion nachgesehen. Da die alte Datei überschrieben worden ist, kann jetzt hier einfach nur aktualisiert werden. Die Möbel sind da, der Pool ist hier weg. Diese Layer wird ausgeschaltet, der andere Layer wird aktiviert und das importierte Sonstiges wird ausgeschaltet. Denn jetzt geht es um die Hausdaten, speziell ums Gelände. Zurück zur CAD, zur Allplan. Dort wird ein Layer-Favorit hier in der Layer-Palette geladen. Bauteile pur. Per Doppelklick linke Maustaste in die Teilbildliste, um genau zu sein. Per Rechtsklick hier insweise ein Favorit geladen. Modell Pool. Alle Teilbilder, welche benötigt werden. Das ist das Gebäude und das soll noch ein wenig
angepasst werden, speziell der modellierte Geländebereich. Das heißt, hier muss noch ein bisschen 3D modelliert werden. Es gibt ein Ergebnis DGM in 3D. Bei diesem Ergebnis 3D möchte ich hier noch ungefähr den aufgeschütteten Bereich rausschneiden, denn dieser soll anders texturiert werden als das restliche Gelände. Das heißt, es muss noch ein wenig 3D modelliert werden, Schnittmengen müssen gebildet werden. Dieses Gelände besteht aus zwei Klötzen, hier und rechts davon. Der eine Klotz, der benötigt wird, wird markiert und in die Zwischenablage kopiert per Steuerung C. Und auf ein weiteres Teilbild rüber kopiert. 3D aufbereitet. Steuerung Alt V und das Ganze wird an Originalkoordinate wieder eingefügt. Hier oben wird 3D-Modellieren ausgewählt und dann mal eine 3D-Fläche generiert aus einem Polygonzug heraus, welcher ungefähr den Bereich umfährt, welcher dann später separat texturiert werden soll. Es können die Kanten genau nachgefahren werden oder circa per Augenmaß, je nachdem, wie man es braucht. Ich mache das jetzt hier per Augenmaß, ein bisschen größer als der aufgeschüttete Bereich. Ein paar Zentimeter, sowas in der Richtung. Dann wechsle ich in die Perspektive, weil hier ist die Scheibe. Dann wird ein bisschen extrudiert. Extrudieren. Außenfläche extrudieren diese Scheibe richtig schön hoch. Dann wird Verschieben ausgewählt, das Ding nach unten geschoben, dass sich beide Körper definitiv durchdringen und dann wird die Schnittmenge gebildet. Wo ist es denn? Schnittkörper erzeugen. Von dem Körper zusammen mit dem erzeuge ich den Schnittkörper. Rechtsklick zum Bestätigen, bleibt das hier übrig. So, das ist aber noch nicht alles, was ich hier aufbereitet haben möchte. In der Teilbildliste per Doppelklick linke Maustaste gibt es ein Gelände 3D. Und da gibt es hier den Geländeklotz selber, den ich hier per Steuerung X rausnehme. Und hier ins 3D aufbereitet per Steuerung Alt V einfüge. Und dann dieses hier mit dem verschneide. Vielleicht nehme ich hier per Steuerung C doch noch schnell eine Kopie raus, bevor ich das verschmelze. Körper vereinigen, das mit dem vereinigen, Rechtsklick zum Bestätigen. Dann haben wir hier einen monolithischen Körper, der über die Formateigenschaften hier gleich noch eine andere Linienfarbe bekommt. Irgendein Grün, völlig egal was. Hauptsache, das Ding hat eine eigene Farbe, die ich später in Lumen dann separat texturieren kann. Gelände 3D ist hier. Und das ist das 3D aufbereitet. Die andere Sache, die ich in die Zwischenablage kopiert habe, füge ich per Steuerung Alt V mal hier noch ein. Schadet nie, wenn man den Originalkörper beinhaltet. Und vielleicht das 3D aufbereitet, das jetzt so aussieht, per Steuerung C hier rauskopiert und ins Gelände 3D per Steuerung Alt V reinkopiert. Dann passt das wunderbar zusammen. Dann geht es nochmal in die Teilbildliste rein, per Doppellinksklick, Rechtsklick hier rein ins weiße Favorit laden. Modell mit Pool öffnen. Das Ergebnis 3GM in 3D brauchen wir in dem Zusammenhang nicht mehr. Rechtsklick hier rein. Als Favorit speichern. Dann überschreibe ich mal das alte Modell mit Pool-Favoriten-Thema. Jawohl. Schließen. Per Doppelklick die Perspektive größer machen. Hier sieht das jetzt nicht mehr so toll texturiert aus. Aber darum ging es auch nie. Diese Daten ohne Möbel jetzt dann nochmal rüberschieben. Nach Lumion per Rechtsklick hier kann in der Animation nochmal das mit den 3D-Daten exportiert werden. SketchUp-Daten exportieren an die richtige Stelle. Auch hier gilt vielleicht, das nicht alles überschreiben, sondern vielleicht eine zweite Variante einfach abspeichern. 02 mit Texturen. Dann kann man sich das in Lumion ansehen. Hier sind die Daten. Es geht um diesen Layer. Wir sind immer noch bei den importierten Objekten. Das hier wird nochmal ausgewählt und hier oben kann man wieder aktualisieren wegen der neuen Datei mit dem neuen Namen. Alt-Taste gedrückt halten, draufklicken und die neue Datei laden, welche das neue Gelände liefert. Ach so, dann liefert das neue Gelände eben ohne den Rest vom Gelände. Na, dann sehe ich mir gleich nochmal hier dieses Haus hier an.
Guck auf die Koordinaten rein. X, Y, Z, 0, 10, 0. Das heißt, es geht nochmal in die CAD, weil jetzt hier tatsächlich nochmal was ergänzt werden muss. Die Teilbilder werden gesteuert. In dem Fall wird das original digitale Geländemodell einfach geladen. So wie es hier original war. Rechtsklick, 3D-Daten exportieren, noch eine SketchUp-Datei machen. An der richtigen Stelle. Dann wird die SketchUp-Datei DGM Original hier gespeichert. Jawohl. In Lumion nachgesehen. Und hier nochmal importiert. Import von der richtigen Stelle. Das Originalgelände. Das wird dann auch entsprechend abgelegt. Unter importierte Modelle lege ich das jetzt mal ab. Okay. Dann wird das Gelände eingefügt. Das hängt momentan an der Maus. Allerdings platziere ich es mal irgendwo. Dann ist es platziert. Dann gehe ich auf den Auswahlmodus, klicke den Selektionspunkt an und vergebe hier die Koordinaten. 0, 10, 0, 0, 10, 0. Das Gelände bekommt gleich noch einen eigenen Layer, den Layer 3, den ich umbenenne bei Gelegenheit, aber jetzt erst einmal der Layer 3. Und dann sind die Sachen von der CAD soweit nochmal neu importiert. Dem Gelände gebe ich gleich noch hier das Schloss mit dazu, dass es gesperrt wird. Und hier oben bei den Layern gehe ich den Layer 3 an, den ich hier unten bearbeite. Und zwar Gelände. Dann haben wir hier den kleinen Effekt, dass so manche Materialien sich überdecken. Aber jetzt habe ich hier zwei verschiedene texturierte Gelände. Da kümmere ich mich dann nochmal im nächsten Fall drumherum, dass wir hier nochmal den Strand herbekommen im nächsten. Und auch hier nochmal die Textur dann ein bisschen anpassen.